Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem Review-Video zu dem Tattoo-Stechen meines Sohnes gestern Nachmittag, gestern Abend. Ich habe Lust, euch zu erzählen, wie meine Nachwehen sind, was mir gefallen hat, was ich nicht so gut fand. Denn ich habe schon über einige Dinge nachgedacht, wo ich im Moment eingestellt bin. Ich weiß nicht, also das hätte man vielleicht noch verbessern können, aber im Großen und Ganzen ist es ein schönes Tattoo geworden. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich wieder was zu meckern, wäre nicht Wolfsmama, wenn das nicht der Fall wäre. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und hoffe, dass euch das so ein bisschen eine Hilfe ist. Kann man sich im Ausland tätowieren lassen? Was würde ich machen? Ich bin Mama, bin 55 Jahre alt, also ich bin auch kein junger Hüpfer mehr, wo ich sage, okay, das ist alles in Ordnung und sowas würde ich auch auf jeden Fall machen. Ich glaube, dass wir Älteren schon so ein bisschen auch unsere Befürchtungen haben. Ich habe das in meinem Vlog ja auch zum Ausdruck gebracht und ich habe das auch in meinem Video immer wieder erzählt und auch gesagt, dass ich damit Bauchschmerzen habe. Das hat sich leider nicht zum Positiven verändert. Ich bin da wirklich immer noch sehr, sehr kritisch eingestellt, gerade wenn es darum geht, die Dinger nicht in Deutschland machen zu lassen. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Auch in Deutschland würde ich das auf jeden Fall nicht machen lassen wollen, wenn man mich fragt. Und ich habe jetzt Lust, euch so ein bisschen zu erzählen. Es ist sehr windig. Ich hoffe, ihr hört mich vielleicht ein bisschen näher noch mal ran zu mir. Ist vielleicht nicht schlecht. So, glaube ich, könnt ihr mich noch ein bisschen besser verstehen. Ja, also wir sind dort ohne Termin hin. Das ist ja das Gute, dass man nicht immer Termine braucht. Aber in der Regel braucht ihr für diese Tattoo-Studios schon Termine. Das Ding ist nur, dass für meinen Sohn einfach ein ganz leichtes Tattoo geplant war. Hat sich also zwei Ziffern hier auf den Hinteroberarm tätowieren lassen. Nämlich einmal die Nummer 1960 und einmal die 1967, die Geburtsdaten jeweils von mir und von meinem Mann. Und das ist in der Regel ja schnell gemacht, ja, für so einen Profi-Tätowierer. Anders ist natürlich, wenn du so ganze Gemälde machen lässt, ja. Wir sind dahin und mein Sohn hatte schon im Vorfeld die letzten Tage ja immer damit geliebäugelt, war auch dann schon da und hat gesagt, was er machen möchte, hat die Schriftart ausgesucht. Die hatten dann schon das Schriftbild auch angefertigt und dann hat er verhandelt. Normalerweise hätte das Tattoo 80 Euro gekostet. Erstmal haben sie 40 gesagt, hatte er mir erzählt. Ich war jetzt nicht bei den Preisverhandlungen dabei. Dann hieß es auf einmal 80 Euro, weil die Schriftgröße wohl doch anders war oder größer war, als man vorher besprochen hatte. Ich weiß es nicht. Nun hat er dann runtergehandelt auf 60 Euro, von 80 auf 60 Euro. Und als ich das erfahren hatte mit dem ganzen Preis hin und her, da habe ich schon gedacht, meine Güte, Sohn, du kannst doch nicht im Ausland oder kannst du doch nicht verhandeln darüber, über den Preis deiner Tattoos. Was ist, wenn die da irgendwie eine billige Farbe reinhauen oder die sie vielleicht, weiß ich nicht, woher haben, nur weil du das jetzt so günstig hast. Na, er hat wieder ordentlich Ärger gekriegt von mir. Naja, also ich habe ein bisschen gemeckert und dann haben wir uns überlegt, ob wir in ein anderes Tattoo-Studio fahren. Wir haben uns dann umgeschaut. Ihr habt mich dann ja auch im Vlog rumfahren sehen. Das war alles, nachdem ich erfahren hatte, dass er da ordentlich im Preis nochmal verhandelt hatte. Und mir das Tattoo-Studio auch nicht so gut gefiel. Das war so klein und ich habe halt immer diese Kette hier im Kopf, diese großen Tattoo-Ketten, die es ja hier gibt. Und da waren wir dann ja auch, das habt ihr gesehen, am Hafen hatte ich euch ja auch noch mitgenommen. Und die hatten mal so eben gesagt, ja, wir haben eigentlich überhaupt gar keine Zeit für dich. Also wir würden dich mal so dazwischen. Ich war auch nicht dabei, ne? Alles nach Aussage meines Sohnes. Er ging dann noch mal kurz rein, um zu fragen, was das Tattoo da kosten würde, weil ich gesagt habe, mir sind diese großen Tattoo-Studios lieber. Ich habe keine Ahnung, warum. Manchmal ist das ja auch gar nicht das Bessere, weil die natürlich so Massenabfertigung machen. Es war mega voll da, waren mega viele Ausländer da, habt ihr auch gesehen. Es waren richtig tolle Gemälde auch von Armen und so in den Ausstellungen zu sehen. Ich war beeindruckt, was man da alles mitmachen kann.
Und ich muss sagen, ich habe mich auch mal mit Tattoos beschäftigt, das selber zu machen. Ich hatte da auch mal eine ganze Zeit recherchiert. Ihr kennt mich ja, ich will alles lernen, alles experimentieren und habe mich mal sehr intensiv damit auch beschäftigt, wie man sowas macht, weil Kunst, das ist ja eigentlich eine richtige Kunst, ja, eine Kunst auf die Haut zu bringen. Wahnsinn, war beeindruckt davon. Aber natürlich habe ich auch die Nebenwirkungen dann alle erfahren, ne, was da alles passieren kann und so weiter. Naja, darum habe ich gesagt, geh mal lieber in so ein großes Studio, und hat er gefragt, das gleiche Tattoo hätte da 120 Euro gekostet. Er hat aber auch gesagt, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit für dich. Was krabbelt denn da für ein komisches Tier? Ist das ein Tier oder ist das Gras? Da bin ich, das krabbelt. Das ist aber keine Schlange. Das ist irgendeine Eidechse oder so. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ja, das hätte auch so eine kleine Schlange sein können. So sah es aus. Na gut, ich mache mal lieber die Füße hoch. Ja, oh Gott. Naja, huch. Ja, ich bin ja hier eben in Alanya, ne? Da gibt es allerhand Getier. Genau. Und dann hatte er mal so eben gesagt, ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Ich würde das mal so zwischendurch dann schnell machen, sagte er wohl zu ihm. Und dann, das kostet 120 Euro. Da haben mein Sohn sofort natürlich rückwärts wieder raus. Erstmal wollte er das natürlich nicht mehr so schnell zwischendurch gemacht haben, ne, sondern schon ordentlich und mit Herzblut. Und zweitens 120 Euro, das kannst du dann auch in Deutschland. Ne? Also ich glaube, dass es da auch nicht mehr so um den, nicht viel mehr kostet. Also ich habe keine Ahnung, was das da kostet, aber ich schätze mal so 200, 300 Euro, dann macht das doch da, Mann. Meine Güte nochmal. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann wieder in das kleine Tattoo-Studio und haben das da machen lassen. Und die Frau, die das gestochen hat, war wirklich sehr professionell an der Arbeit. Sie hat auch sehr sauber gearbeitet, fand ich, mein kleiner Sohn und ich. Wir haben ihr ja quasi auf die Finger geguckt. Aber nichtsdestotrotz gefiel mir da einiges nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, in der Aufregung gestern. Ich habe natürlich sofort gesehen, dass sie mit Küchentüchern arbeiten, ja, die sie da hingelegt haben. Ich möchte nicht wissen, ob die Küchentücher mit Handschuhen abgerissen worden sind, wie man es ja normalerweise dann auch macht, und Küchentücher schon mal sowieso ja nicht steril sind, ja. Und ich weiß auch nicht, ob die ganze Folie dann mit Handschuhen, also ich habe das ja alles auch nicht gesehen und ist auch alles in Ordnung, aber das sind natürlich alles Dinge, die man so ja nicht macht, ja. Man nimmt ja medizinische Dinge dafür, die auch wirklich steril hergestellt worden sind. Naja, außerdem, was mir noch viel weniger gefiel, war am Ende die Folie, die drum gewickelt wurde, die wirklich auch ohne Handschuhe aufgebracht wurde. Ja, der junge Mann hatte keine Handschuhe an, und diese Folie wird mit Sicherheit auch für jeden nicht neu genommen, sondern der nächste hat wieder die gleiche Folie, wo er mit seinen Händen vorher dran war, und er hat ja auch den Rand so mit den Händen abgemacht. Und klar, die Ränder sind dann auch nicht auf der Wunde, es ist wahrscheinlich alles nicht kontaminiert, aber trotzdem hygienisch einfach nicht einwandfrei, ja, so ist das halt. Und insofern dachte ich mir, gut, da gibt es Verbesserungsbedarf. Das ist aber ja nun mal so, wenn man das nicht in einem Land macht, wo wirklich hunderttausendfach immer wieder geprüft und überprüft wird. Das sind so die zwei Dinge, die ich kritisieren würde. Was empfinde ich denn jetzt aber als Mama? Das würde ich ja einfach jetzt auch noch mal so darstellen wollen. Für mich als Mama war das gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich habe gedacht, dass ich da viel mehr mit zu kämpfen habe, wenn die Frau anfängt. Aber eigentlich war ich ganz cool und sehr fokussiert auch darauf, dass sie alles richtig macht und zu beaufsichtigen, dass auch wirklich alles so einigermaßen steril auch vonstatten geht, wie man das dann eventuell in so einem Land auch erwarten kann. Und dann habe ich, obwohl, was heißt in so einem Land? Ja, natürlich, in die Türkei ist sehr fortschrittlich. Sie ist medizinisch meistens sogar viel, viel fortschrittlicher als in der Türkei, als in Deutschland. Das meine ich nicht. Nur die Überprüfungen in so kleinen Studios eben, habe ich das Gefühl. Weiß ich auch nicht. Kenne ich mich nicht aus. Ich bin wirklich total unwissend, was sowas alles. Aber man hat das ja so im Kopf, ja.
Weil sonst wäre es ja nicht möglich, dass du mit so einer Folie, die ohne Handschuhe angefasst wird, eine frische Wunde umwickelst. Ja, das wäre ja, das kann doch nicht erlaubt sein, sowas. Und auch mit Küchentüchern zu arbeiten ist ja, Also auf jeden Fall, das will ich jetzt gar nicht sagen. Hier ist natürlich auch alles, aber es ist halt schon, Deutschland ist eben ein Land der Vorschriften, ja, und der Überprüfungen und der ganz strengen Strafen, wenn da was nicht eingehalten wird. Ja, das meine ich. Natürlich ist hier auch alles in den Krankenhäusern und das, wenn ihr mal hier in die Krankenhäuser geht, in die privaten vor allen Dingen, ja, oh mein Gott, wie modern die sind, was für Apparaturen die haben, was für ausgebildete Ärzte und alles, ne? Also alles in Ordnung, nur wie gesagt, ich hätte da so ein, zwei Dinge anzumerken. Na gut, und aber was war denn das jetzt so für mich als Mama? Also ich würde sagen, ich habe das ganz gut hingekriegt und ich war auch ganz konzentriert und eigentlich gar nicht richtig ängstlich. Weil es ist ja passiert, ja, was soll ich machen? Ich habe alles versucht und die Nadel ist drin, ob sie nun sauber war oder nicht. Mein Sohn sagte, sie hätte sie frisch aus der Verpackung geholt, dann ist das ja auch alles in Ordnung. Mehr kann man ja auch dann nicht machen und verlangen. Und das Ding ist drin und da kann man auch nicht mehr viel machen. Jetzt ist nur noch zu beaufsichtigen, dass sie auch richtig sticht. Da kenne ich mich nicht aus, ja, wie tief kann sie gehen, wie sind da die Handgriffe. Weiß ich nicht, so weit bin ich in meiner Studie damals nur noch nicht gewesen. Und wie gut ist die Maschine? Ich habe keine Ahnung, was sind das für Farben? Das kann man ja alles gar nicht überprüfen. Also muss dann, wenn das soweit ist, mache ich einfach eine Klappe zu. Es ist passiert und jetzt kann ich nur noch Schadensbegrenzung machen, sozusagen noch mal ein bisschen gucken, dass das auch richtig gewischt wird, damit sie auch gut arbeiten kann, dass sie sieht, sie hat immer gewischt und es war alles sauber gearbeitet, konzentriert gearbeitet und es sieht ja auch wirklich gut aus. Also mehr kann ich dann nicht machen. Deswegen war ich da, glaube ich, ganz cool. Klar, ein mulmiges Gefühl ist dabei und wie gesagt, es ist alles nicht so nach meinem Wunsch gewesen. Aber ja, nö, ich als Mama habe ich gedacht, okay. Und ich fand das Ergebnis ja auch gut, ja. Es war, wenn das jetzt wirklich kacke ausgewiesen, hätte ich auch gesagt, meine Güte, wie hast du das jetzt gemacht? Aber es sah wirklich schick aus. Auch die Zahlen mit der Schrift fand ich sehr schön und sieht auch sehr viel besser aus als irgendein Kopf oder Bild oder Tier oder weiß ich nicht was. Also es hat mir sehr gut gefallen und es ehrt mich auch wirklich sehr, dass er da unsere Geburtsdaten hat auftätowieren lassen. Es freut mich, berührt mich auch sehr. Und insofern ist alles gut gelaufen und ich habe jetzt nur noch natürlich weiter, ich hoffe, ne, dass alles gut aussieht, werde mir das gleich angucken, dass es gut verheilt, das ist ja immer die Hauptsache dabei und dass da alles richtig jetzt auch in der Endphase sozusagen gut wird, das ist nochmal so meine Befürchtung und da habe ich nochmal so ein bisschen Angst, aber ansonsten ist es vorbei, ich kann es nicht ändern und die Kinder sind halt erwachsen, ich kann da auch nicht immer Druck ausüben, möchte ich auch gar nicht, die haben ihre eigenen Entscheidungen jetzt zu treffen, aber ich kläre natürlich gerne auf und wenn ich dabei sein kann bei solchen Dingen, dann mache ich das natürlich und beaufsichtige so ein bisschen, aber nö, also ich war ganz gut dabei und mir wurde auch nicht übel oder schlecht oder so, weil da habe ich schon ganz andere Dinge gesehen von meinen Kindern und ja, aber es ist halt trotzdem etwas, wo ich nicht mit Touché bin, ja, also kann auch nur von abraten, das zu machen und warum auch, ja, ich mache einen Ring um oder eine Kette um, die kannst du wieder abmachen, aber so ein Tattoo wieder abzukriegen ist schwierig und die Giftstoffe, die im Laufe der Jahre, Jahrzehnte immer wieder sich im Körper befinden und wer weiß, was sind das für Farben, wo haben die her, ja, letztendlich wissen wir das alle nicht. Und das weißt du auch in Deutschland nicht, ja, da sind alle Farben immer 100-mal geprüft und trotzdem hast du dann, hat er dann mal was bestellt und haut denen das da rein, ja, das kann man nicht kontrollieren. Letztendlich ist das alles ein Risiko und ganz egal, wo man es machen lässt, hier oder da, ja, das ist dann immer so eine Prozentabwägung, ne, wo ist die Chance größer, dass das sauber vonstatten geht und dass das einigermaßen okay alles ist, weiß ich nicht, aber ja. Insofern war das bei mir alles ganz gut und ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht und ich glaube auch, dass ich sagen kann, dass
das gut gegangen ist. Hoffentlich, inshallah. Na gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.